Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute mal wieder meine Top 10 Modellpferde. Vor ein paar Jahren habe ich schon mal meine Top 10 Brier gemacht. Dies ist aber mittlerweile sehr veraltet. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal, bevor ich ein Collection Update mache, ein Top 10 Brier Video. Oder eher gesagt, Modellpferde Video. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und los geht's. Auf Platz Nummer 10 finden wir meinen Rushmore. Rushmore kam damals im Tausch gegen Laredo zu mir. Und ja, der Gute wohnt jetzt schon, glaube ich, 3 Jahre bei mir. Ist eines meiner Lieblingsrennpferden von meiner Smarty Jones, ehemaligen Conga. Er ist ein Briar Fest 2007. Special Run, hat wunderschöne Dapples und ist ein Blue Roan. Und ich mag ihn wirklich sehr und würde ihn auch in nächster Zeit nicht abgeben. Auf Platz 9 hätten wir eines meiner Holies, und zwar Rachel Alexandra. Ich habe sie damals zu meinem 15. Geburtstag endlich nach jahrelanger Suche bekommen. Sie war sogar original verpackt und hat Top-Qualität, wirklich Top-Qualität. Deswegen hat sie auch eine Decke, da sie, wie gesagt, ein dunkles Pferd ist und dass an sie wirklich nichts drankommt, weil sie wirklich auf jederlei Show, wo ich jetzt bis jetzt mit ihr war, immer den ersten Platz geholt hat. Und sie ist halt einfach wirklich ein Träumchen. Auf Platz Nummer 8 hätten wir meine gute Jasmine. Jasmine ist ein Part-Rate-Araber und ist ein Premier Club Collection Pferd. Sie habe ich letztes Jahr in Bensheim gekauft. Das Mold hat mir damals wirklich zugesagt, als ich sie in Instagram gesehen habe, und habe mich daher Schock in sie verliebt und habe sie lange gesucht und dann in Bensheim Gott sei Dank für einen super guten Preis gefunden, und seitdem steht sie bei meinen anderen Premier Club Pferden. Ebenfalls aus Bensheim ist der gute Dead Heat oder Dead Hat, aber er Dead Heat. Er ist ein Briar Fest Special Run von 2018, also von letztem Jahr. Ich habe ihn auch für einen super guten Preis bekommen. Er hat wunderschöne blaue Augen, ist ein Appalosser und habe ihn auch in Bensheim für einen super guten Preis gefunden. Und er musste unbedingt dazu, zu meiner Ruffian Conga. Deswegen konnte ich mir das Schätzchen nicht entgehen lassen. Auf Platz 6 hätten wir meinen Neuzugang Inconspicuous oder Inconspicuous. Wie der Name noch ausgesprochen wird, werde ich noch rausfinden. Ja, er ist limitiert auf 350 Stück, hat eine gewisse Serie von Briar, die ich leider nicht aussprechen kann, und meiner hat die Nummer 298. Und habe ihn für einen sehr guten Preis aus Deutschland sogar bekommen. Und ja, das ist der gute Kerl. Er ist wunderschön gescheckt und hat noch ein paar Epi-Punkte. Dann auf Platz 5 hätten wir meinen Alboroso. Alboroso ist von 2008, glaube ich, das Celebration Horse. Und ja, er ist jetzt auch schon seit 3 Jahren in meiner Sammlung, hat wunderschöne Dapples, ist ein wunderschöner Dapple Grey. Und meiner hat sogar die Unterschrift von seinem Trainer am Bauch. Und er hat auch noch seine Original-Geburtszertifikate und sein Kärtchen von der Box habe ich auch noch und ist wirklich ein absolutes Träumchen. Das nächste Baby in meiner Sammlung ist mein guter True North. True North habe ich vor 2 Jahren auf dem Deutschen Briar Fest gekauft für einen super guten Preis. Als ich ihn damals gesehen habe, habe ich mich total verliebt in ihn, wollte ihn unbedingt in Bensheim finden und habe ihn dann wirklich gefunden. Und ich habe nichts falsch gemacht an diesem Pferd. Das Pferd ist einfach ein Traum. Und ja, war auch letztes Jahr mein Logo für Briar Realistic Pictures und von daher ist er ein treuer Begleiter. Platz 3 hat sich natürlich meine gute Bobby Joe ergattert. Ihr wisst, Bobby Joe war jahrelang eines meiner absoluten Holy Grails und habe 3 oder 4 Jahre gebraucht, um sie endlich zu finden. Und ja, mir wurde sie immer vor der Nase weggeschnappt und dann habe ich sie für einen super guten Preis von einer Freundin bekommen. Und seitdem wohnt sie auch bei mir und ja, ist mein Logo von Ich liebe Schleich. Auf Platz 2 meiner Modellpferdesammlung ist mein gutes Stablemate Resin. Bemalt wurde der gute von Karin Giesbrecht und ja, die gute bemalt leider nicht mehr, denn er ist ein wunderschöner Palomino Pinto. Und ja, der gute ist einfach ein Träumchen, hat mich damals schockverliebt in Bing, als ich ihn gesehen habe, und er musste definitiv als erstes Resin einziehen. Und wie hätte es sein können, auf Platz 1 ist mein guter Amaranth. Skulpturiert und gemacht von Maggie Bennett aus der USA. Und ja, der gute ist mein allererstes Tradi-Resin
und ich bin begeistert von ihm. Ich kann es kaum erwarten, bis er bemalt wird. Deswegen ist er noch nackig und weiß. Der Gute hat mega viele Details. Er ist so detailliert und mit so viel Liebe gemacht. Und das merkt man auch immer wieder an Maggie Bennetts Skulpturen. Und falls ihr die Chance habt, ihn für einen guten Preis innerhalb Deutschlands oder auch außerhalb zu kaufen, dann schlagt zu, ihr könnt nichts falsch machen. Ich halte euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden, wenn er bei seiner Repainterin ist. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst kommt ein Collection Update und dann sage ich euch mal, lasst einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! And all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Your blood is my machine, you are not-